Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Book of Unwritten Tales mit mir, dem Gorobei von Kaffeebecher LP. In der letzten Folge, was ist die Musik jetzt so laut? Auf meine Ohren ist Musik so laut. Es ist nicht schön, wenn Musik laut. Na egal, wir lassen das mal jetzt so. In der letzten Folge haben wir den Ring bekommen, den haben wir jetzt hier im Inventar, den Goldring, wir sind der Herr der Ringe. Der goldene Ring des Gremlins. Ich soll ihn so schnell wie möglich zum Erzmagier der Menschen bringen. Das werden wir auch noch tun. Ein kleines Fun-Fact sozusagen. Den Typen mit dem Ring, MacGuffin, unser Auftraggeber sozusagen, sowohl für Ivo als auch für, ich habe vergessen, wie unser Gnome heißt, Wilbur. Jetzt drehen wir nicht durch da. Auf jeden Fall, MacGuffin ist eine Erfindung von einem, von unserem alten Freund Alfred Hitchcock. Und zwar ist das eine Person, die eine Handlung initiiert, ohne selber großen Anteil daran zu haben. Und das ist unser MacGuffin ja auch gewesen. So. Hey, mein mechanischer Flugfisch Nemo. Was machst du denn hier? Das ist eines der wenigen technischen Geräte, das ich selbst gebaut habe. Naja, um ehrlich zu sein, eigentlich Vater und meine Schwester, aber ich habe zugesehen. Dann nehmen wir den mal. Oh, ist der putzig. Er funktioniert immer noch. Ein solides Stück Gnomentechnologie, möchte ich sagen. Da komme ich nicht dran. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Die Hebel zu den verschiedenen Räumen. Das ist mein schönes Zimmer. Gucken wir mal den Rucksack an. Mein alter Pfadfinder-Rucksack. Ziemlich robust. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, er könnte größer sein. Ob ich Taschen und Beutel in den Rucksack stecken kann, um damit seine Kapazität zu erhöhen? Nein, das kannst du leider nicht. Können wir jetzt einen anderen benutzen? Das ist der Hebel fürs Schlafzimmer meiner Eltern. Ich kann ihn nicht benutzen, solange sie nicht da sind. Das ist der Hebel fürs Zimmer meiner kleinen Schwester. Den fasse ich nicht an. Sie konstruiert Kampfroboter und hat durchblicken lassen, dass sie ihre Privatsphäre zu schützen versteht. Ach, den hatten wir schon. Unsere Küche. Ah, cool. Getreidemühle. Unsere Getreidemühle. Mutter achtet sehr auf unsere gesunde Ernährung. Wir werden alle einmal groß und stark werden. Verhältnismäßig. Meister Merlins antibakterieller Küchenreiniger und der Schmutz ist wie weggezaubert. Wenn ich doch auch nur zaubern könnte wie Merlin oder ein anderer Haushaltsreiniger. Nimm den noch erstmal mit, dann können wir vielleicht irgendwie zaubern. Sehr gut. So, Messerblock. Mama hat die Messer vorsorglich versteckt. Seit Opas Messerwerfertraining letztes Jahr traut sie uns nicht mehr. Können wir den mitnehmen? Ah, eine Schere. Gut, sonst irgendwas hier in dem Raum? Im Trichter liegt noch etwas Getreide. Gerste, glaube ich. Nimm die doch mit. Oh, was wir jetzt alles haben. Mein alter Pfadfinder-Rucksack. Ziemlich robust. Das hatten wir schon. So. Bitte haben wir doch mal die Blumenerde. Ich weiß nicht. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte. Können wir da jetzt die Samen reintun? Ich weiß schon nicht, was ich mit der einen Hand voll Gerstenkörner anfangen soll. Wozu brauche ich dann zwei? Sieht nichts. Ja, wofür braucht man zwei? Chemieexperiment. Meine Mutter ist eine richtige Hausfrau. Sie beschäftigt sich mit Chemie, Biologie, Genetik und so ein Kram. Sachen, die alle Hausfrauen beherrschen sollten. Die Pflanzen gehören Mama. Sie züchtet eine Menge von diesem grünen Zeug.
Sie versucht, Pflanzen genetisch so zu verändern, dass sie hier oben in der kalten Bergwelt leben können. Können wir da irgendwas mitnehmen? Scheinbar nicht. Ach nee, da kann man nicht ran. Da komme ich nicht dran. Da haben wir mit dem Stuhl. Ein Stuhl. Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Findest du? Ich finde ihn richtig. Wie ich schon sagte. Ein Stuhl. Zum Sitzen. Manchmal glaube ich, das Ding zeigt die Zeit nicht an, sondern verbraucht sie. Ach ja, das war die Uhr, die sie erfunden haben. Das Bild haben wir schon mal gesehen letztes Mal. Gehen wir nach unten. Und abwärts. Ist das cool. Halt! Wer da? Hallo Opa, ich bin's. Das glaube ich kaum. Wie lautet die Parole? Was für eine Parole? Wuschelhäschen? Atomarer Erschlag? Ich gehe da mal wieder. Atomarer Erschlag natürlich. Atomarer Erstschlag, Sir. Korrekt. Was willst du? Ich habe einen Ring von einem Gremlin bekommen. Er sagte, der sei sehr wichtig. Der Ring soll so schnell wie möglich zum Erzmagier gebracht werden. Ein Ring? Hast du ihn auf Kontamination überprüft? Auf Flüche? Verhexungen? Gift? Aber was frage ich? Natürlich hast du. Niemand würde einen Ring von einem Gremlin annehmen und ihn nicht auf Flüche untersuchen. Gefährliche kleine Monster, diese Gremlins. Man darf sie nicht nach Mitternacht füttern, weißt du? Der Gremlin sagte, dieser Ring könne den Krieg entscheiden. Den Krieg entscheiden? Das wäre ja... Wo ist der Gremlin? Er wurde entführt. Gerade so konnte er mir den Ring noch zustecken. Der Erzmagier soll ihn so schnell wie möglich bekommen. Der Erzmagier? Ja. Er wird wissen, was zu tun ist. Darauf haben wir gewartet. Dafür haben wir trainiert. Dies ist die Stunde, in der aus dicklichen kleinen Jungs echte Männer werden. Die Stunde der Ehre, die Stunde des Ruhms. Unsere Stunde. Aber wieso dicklich? Jeder weiß, was er zu tun hat? Nein. Dann machen wir es so. Das Bein von ihm ist geil. Was? Achso, ich dachte, jetzt passiert irgendwas. Gut, dass wir mit dem Schraubstock. Papas Schraubstock. Viele schmerzhafte Erinnerungen verbinden mich mit ihm. Sehr gut, mein Junge, sehr gut. Eine gewaltige Maschine, selbst für Opas Verhältnisse. Er nutzt es wirklich aus, dass Mama und Papa nicht da sind. Sieht aber sehr gut aus. Das sieht aus wie so ein Katapult, wie so eine Schleuder. Ich hoffe nicht, dass wir da uns reinsetzen müssen nachher. Teile von irgendwelchen Maschinen. Wenn es sinnlos ist, kommt es von Papa. Wenn es kaputt ist, von Opa. Und wenn es gefährlich ist, von meiner Schwester Maggie. Okay, das sieht alles kaputt aus. Das ist eine tolle Erfindung von Opa. Ein Schiff, das unter Wasser fahren soll. Untergehen tut es schon. Ein alter Verlängerungsarm. Sehr praktisch, wenn man zu klein ist, um an Gegenstände heranzukommen. Ein weit verbreitetes Problem bei uns Gnomen. Dann nimm den noch mit. Das sind Leuchtquallenlampen. Man muss die Quallen nur alle paar Wochen füttern, dann geben sie jahrelang Licht. Schön. Früher hingen solche Lampen überall im Bau. Jetzt haben wir nur noch die beiden. So eine möchte ich auch haben, bitte. Der Spicht lässt sich nicht öffnen. Er wurde bei der verheerenden Frühjahrsexplosion vor 2 Jahren stark beschädigt. Gut, haben wir jetzt hier alles abgefrühstückt. Da können wir nach oben. Mit dem Fangarm können wir bestimmt den Fisch wieder fangen. Aber jetzt sprechen wir erstmal mit... Opa mag Geheimniskrämerei. Ich glaube, er hat Angst vor den Spionen der Schattenarmee. Irgendetwas, an dem mein Opa arbeitet. Keine Ahnung, was es ist. Und ich glaube, ich möchte es auch nicht wissen. Ich mag meinen Opa, aber seine Erfindungen sind meistens ziemlich gefährlich. Ich möchte es aber gerne wissen, Bilbo. Bilbur heißt er, glaube ich.
Du, Opa? Nenn mich Colonel! Was genau tun wir jetzt, Colonel? Haben wir doch eben besprochen. Du besorgst die Ausrüstung und ich kümmere mich um das Transportmittel. Ausrüstung? Wofür? Wofür? Für deine Reise in die Stadt der Menschen natürlich. Du musst aufmerksamer sein, Junge. Ich soll... Ich dachte, jemand anderes... Wer denn? Ich wage zu bezweifeln, dass du hier jemand anderen finden würdest, der dem Tod ins Auge blicken würde. Das ist deine Chance, ein tragischer Held zu werden, Junge. Ein schmerzhafter Verlust für die Allianz. Willst du denn kein Held sein? Ich würde schon gern mal was erleben, aber... Das ist deine Chance. Du wirst ein Held und ich werde allen zeigen, dass ein alter Gnom noch zu etwas Nutze sein kann. Also hier ist der Plan. Du besorgst dir eine gute Ausrüstung. Ich kümmere mich um das Transportmittel. Na gut, ich kann mich ja mal umsehen. Ganz unverbindlich. Okay, wir brauchen also eine Ausrüstung, damit wir den Ring dem Erzmagier überbringen können. Wegen meiner Ausrüstung, was brauche ich alles? Das fangen wir gleich mal, würde ich sagen. Ich glaube... Ach nee, was glaubst du, was es mit dem Ring auf sich hat? Wie genau soll ich in die Stadt der Menschen kommen? Ich suche dann mal weiter. Wir fragen als erstes, was das mit dem Ring auf sich hat. Ich denke mal, dass die Ausrüstung, dass wir uns da was merken müssen. Und ich glaube, das werden wir danach machen. Der Ring. Glaubst du wirklich, er könnte den Krieg beenden? Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendetwas diesen Krieg beenden kann. Der Gremlin meinte, er würde unser aller Schicksal verändern. Vielleicht ist es ein mächtiger Zauberring. Wir sind einfache Soldaten, Junge. Wir kämpfen, wenn man es uns sagt. Über alles andere musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Klingt vernünftig. Gut, der Erzmagier der Menschen, wer ist das? Kennst du den Erzmagier? Hast du ihn schon einmal getroffen? Getroffen habe ich ihn noch nicht. Immerhin ist er ein großer Anführer und ich bin nur ein einfacher Soldat. Aber ich habe schon viel von ihm gehört. Er ist ein mächtiger Zauberer natürlich. Er ist Berater des Königs. Und er ist unser mächtigster Alchemist und Oberhaupt des Geheimdienstes. Er lebt unten am Meer in Seefels in einem Turm. Aber natürlich ist er als wichtiger Mann ständig auf Reisen. Hoffentlich ist er da. Ich wollte schon immer mal einen echten Magier treffen. Wenn er nicht da ist, musst du auf ihn warten oder ihm hinterherreisen. Du darfst den Ring nur dem Erzmagier persönlich geben, hörst du? Niemanden anderen! Schwöre mir das. Wenn der Ring wirklich wichtig ist, dann soll es nicht an uns liegen, wenn er in falsche Hände gelangt. Na gut, na gut. Ich schwöre, ich werde ihn dem Erzmagier persönlich geben. Ich schwöre. Wegen meiner Ausrüstung? Ach nee, hier, wie wir in die Stadt der Menschen kommen. Ich soll mit deiner Maschine in die Stadt der Menschen reisen, oder? Ganz recht, es ist der schnellste Weg. Und der sicherste? Ganz recht, es ist der schnellste Weg. Wegen meiner Ausrüstung. Ja? Hast du alles beisammen? Ich weiß nicht. Was genau soll ich denn mitnehmen? Lass mal überlegen. Du brauchst einen Helm. Ohne Beine kann man kämpfen, ohne Kopf nicht. Ohne Beine? Außerdem brauchst du eine Karte des Gebiets. Aufklärung ist alles. Wir leben im Informationszeitalter. Helm und Karte also. Verstanden. Und dann natürlich noch einen Fallschirm. Sicher ist sicher. Wozu genau? Ich meine, ein Fallschirm? Na, nur zur Sicherheit. Gut. Wir brauchen einen Fallschirm, eine Karte und einen Helm. Ich suche dann mal weiter nach meiner Ausrüstung. Tu das. Ich hab hier noch genug zu tun. Aber denke daran, schau einer Medusa nie in die Augen und niemanden in der U-Bahn. Ja. So. Ah, hier gibt's ein Seil, was ich gleich mal angucken werde. Ich habe mich selber gespoilert, indem ich die Hotspot-Taste gedrückt habe. Ein dünnes, silbriges Elfenseil. Es ist sehr leicht und beinahe unzerreißbar. Was haben wir? Wir haben ganz viel Kram hier. Dann haben wir noch eine Werkzeugkiste. Das ist Papas Ersatzwerkzeugkiste.
Sein normales Werkzeug, sein Reisewerkzeug und sein feines Ausgehwerkzeug hat er mitgenommen. Ausgehwerkzeug? Mal sehen, was haben wir hier? Schraubenschlüssel, Zangen, Ogerfett, ein Taurenfuß, ein Fluchmessgerät. Ich nehme einfach die ganze Kiste mit. Sehr gut. So, dann haben wir noch Sachen hier unten, die ich noch nicht so gesehen habe. Den mit dem Schraubstock hatten wir schon. Mit dem Opa. Rede mit Opa-Gnom. Nein, mit dem Opa haben wir schon geredet. Da geht's nur noch zur Tür. Gut, dann gehen wir mal raus. Dann werden wir mal versuchen, mit dem... Erstmal finde ich die Treppe super. Werden wir mal versuchen, mit diesem Greifarm den Fisch zu fangen. Mit dem Arm würde ich zwar hoch genug kommen, aber wie sollte ich zugreifen? Das wird so nichts. Wie sollst du zugreifen? Also der Arm ist schon richtig. Oder was? Ich kombiniere gerade wieder wild, wahllos alle Sachen miteinander. Mit dem Arm würde ich zwar... Ja, okay, das hatten wir schon. Naja, gut, dann mal gucken. Was gibt's noch? Oben ist eine Lampe. Auch so eine Erfindung von Papa. Er nennt es Elektrizität oder so ähnlich. Hat irgendetwas mit Hamstern zu tun. Mit Hamstern? Früher hatten wir überall Leuchtquallen an den Wänden. Irgendwie fand ich das gemütlicher. Hamster? Die machen mit Hamstern. Okay, krass. Mit Hamstern machen sie Strom. Mit dem Arm würde ich zwar hoch genug kommen, aber wie sollte ich zugreifen? Das wird so nichts. Tja. Gucken. Sonst noch irgendwelche Sachen hier? Ah. Ein Küchenschrank. Eine hellblau leuchtende Flüssigkeit. Sieht irgendwie ungesund aus. Sehr gut. Ich mag hellblaue Flüssigkeiten, die ungesund aussehen. Meine Mama hat Superdünger draufgeschrieben. Wahrscheinlich eines ihrer Genetikexperimente. Sehr gut, probieren wir diesen Superdünger mal hier mit dem... Warum sollte ich Blumenerde ohne eine Pflanze darin düngen? Ich weiß auch nicht. Ich weiß schon nicht, was ich mit der einen... Ja. Also... Was haben wir sonst? Das haben wir schon mal gesehen. Rausgehen. Stuhl. Bild. Wechseln wir nochmal das Zimmer. Bäh. So. Ach, dann. Mein alter Tennisschläger. Ich war allerdings nie sonderlich gut. Egal, nehmen wir mit. Die Seiten fehlen. Wofür habe ich die denn mal gebraucht? Wofür hat er die mal gebraucht? Ein Stuhl? Runter? Ich weiß nicht, aber wenn wir das mit dem... Ich knote die losen Enden um den Rahmen. Fertig. Tennis kann ich damit zwar nicht spielen, aber es ist ein brauchbarer Kescher daraus geworden. Hallo? Achso. Hab ich dich. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt fängt er den die ganze Zeit nicht. Sehr... muss ich nochmal warten. So. Jetzt haben wir den mechanischen Flugfisch. Solange ich nicht weiß, was ich suche, möchte ich Nemo lieber nicht auseinanderbauen. Mein mechanischer Flugfisch. Ich habe ihn ganz allein... Ja, das hatten wir schon mal. Könnte das nicht unser Fallschirm werden? Können wir mit nichts kombinieren?
Solange ich nicht weiß, was ich suche, möchte ich... Achso. Ja. Gut. Sag ich mal. Gut, gut, gut. Wir brauchen also einen Fallschirm, einen Helm und eine Karte. Gehen wir mal raus. Komm. Gibt's hier sonst irgendwas, wo wir hingehen können? Rüber? Ich kann unmöglich bis nach Seefels laufen. Das sind mehrere Tagesmärsche durch die Berge. Ja, ist das mein Problem? Kann die Plan vom Gerüst nehmen? Dann haben wir einen Fallschirm. Wenn da klettere ich lieber nicht hoch. Da ist alles vereist. Wahrscheinlich würde ich mir den Hals brechen. Dann benutzt doch die Verlängerung. Geht auch nicht. Nimm das Seil. Auch nicht. Also das mit der Plane, warum können wir die jetzt nicht nehmen? Warum denn nicht? Herr Kellermeister! Hallo? Herr Kellermeister, wo sind Sie? Herr Kellermeister! Herr Kellermeister! Hm? Was? Wir müssen die anderen Zwerge verständigen. Da war ein Gremlin in einem Käfig und er hat mir einen Ring gegeben und... Was? Was für ein Ring denn? Diesen Ring! Es ist ein sehr wichtiger Ring. Der Gremlin hat gesagt, er würde unser aller Schicksal... Wirklich, Wilbur? Ich habe keine Zeit für Kindereien. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wilbur heißt er. Aber der Ring muss zum Erzmagier in die Stadt der Menschen gebracht werden. Er kann den Krieg beenden, hat der Gremlin gesagt. Hör mal, Kleiner, das ist ein Ring. Was soll der können? Er ist... Ich muss... Der Gremlin lügt doch nicht. Überleg doch mal. Wann hätte jemals irgendjemand einem kleinen Wesen wie Gnom einen wichtigen Ring gegeben? So was passiert nicht. Aber... Du ist aber gut. Geh nach Hause, es wird schon spät. Vom Kellermeister kann ich wohl keine Hilfe erwarten. Hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Bärte sind für Zwerge sehr wichtig. Je länger der Bart, desto angesehener der Zwerg. Und die Bartverzierungen verraten viel über den Träger. Der Kellermeister ist zum Beispiel ein Fassroller zweiten Grades. Er wurde als 9. von 12 Kindern geboren und hat eine Schwäche für Starkbier. Er ist Junggeselle, mag aber keine Spaziergänge im Morgentau. Und er wurde einmal fast von der Schule geworfen, weil er einem Mädchen am Schnauzer gezogen hat. Gut, ein Mädchen am Schnauzer gezogen, ja, das ist eine sehr gute Idee. Gehen wir nochmal in die Küche. Ich glaube nämlich dieses Viech. Können wir das irgendwie fangen? Gibt's jetzt hier neue Interaktion? Der Topf könnte ein hervorragender Helm für mich sein. Aber wie werde ich den Schleim los? Schleim kann bösartig sein. Böser Schleim! Böser Schleim. Nehmen wir das mal das Extrakt hier. Ich komme nicht nah genug ran. Er würde nach mir schnappen und... Schleim! Passt perfekt. Damit sind Fernkampfangriffe auf Bakterien und Milben möglich. Sehr gut, dann benutzen wir das jetzt nochmal für den Topf. Jetzt tue ich etwas, das ich schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Oh, wie böse er ist. Schade, dass es so böser Schleim war. Damit haben wir unseren Helm. Wenn das kein Helm für Helden ist. Er müffelt nur noch ganz wenig und die Innenseite wird auch bald nicht mehr glitschig sein. Mein hübscher Kopf ist damit sicher. Jetzt fehlen nur noch eine Landkarte und ein Fallschirm. Und diese suchen wir in der nächsten Folge. Ja. Ich finde das so ein bisschen schade, ich kann so wenig reden in dem Let's Play, aber... Naja. Wir haben auf jeden Fall viele Sachen heute gefunden. Sehr viele Sachen. Au, jetzt habe ich meinen Fuß gestoßen. Sehr viele Sachen gefunden. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play The Book of Unwritten Tales mit mir, dem Gurubai von Kaffeebecher LP. Bis dahin. Tschüss.